Hallo ihr Lieben, ja, heute gibt es endlich wieder ein neues Video von mir. Das letzte Video ist ja leider schon, ich glaube, 2 oder fast 3 Wochen alt, ich weiß gar nicht mehr genau, also sorry dafür. Ja, jetzt gibt es wieder eins. Und zwar dreht sich das heutige Video um eine Challenge. Und zwar mache ich mit einer anderen Bloggerin gemeinsam immer wieder so Wochenaufgaben. Sie stellt mir eine Aufgabe, ich stelle ihr eine Aufgabe auf dem Blog. Müsst unbedingt mal vorbeischauen. Und ja, die liebe Lola, also ich verlinke sie auch unten, damit ihr mal ihren Blog besuchen könnt. Die hat mir jetzt die Wochenaufgabe gestellt, ich soll einen Lady Gaga-Look nachschminken. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, den Lady Gaga-Look nachzuschminken und ich denke, es ist auch nicht ganz so einfach, weil sie hat ja sehr extravagante Looks. Aber ich versuche mich jetzt einfach mal an einem oder beziehungsweise eine kleine Mischung. Und zwar, ich zeige euch das mal kurz, so in der Art möchte ich mir jetzt die Augen schminken. Und ja, es ist eigentlich so ein Look, den man immer mit Lady Gaga verbindet. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich werde immer mal wieder schnell durchspulen, weil es ja nicht so interessant ist. Also ich fange jetzt, erster Step, ich werde mir hier mal die Foundation ins Gesicht klatschen. Eingecremt bin ich schon und ich nehme eine sehr, sehr helle. Gut, Foundation ist drin. Ihr seht, sehr, sehr, sehr hell. Als nächstes verwende ich einen Concealer. Und zwar hier jetzt den von Sheer Cover. Und den gibt es eben unter die Augen und etwas auf die Augen drauf. Ja, um dem Gesicht dann ein bisschen Kontur zu geben, verteile ich den Concealer auch genau hier in der Mitte auf den Nasenrücken, damit das alles dann ein bisschen schmäler wirkt und streiche das dann oben wiederum aus. Ja. Okay, als nächstes verwende ich einen sehr, sehr hellen Puder. Ich nehme jetzt hier den von MAC, das ist das Light Plus, also sehr, sehr hell. Und ja, den verteile ich erstmal mit einem Schwämmchen auf dem Gesicht. Okay, Augenbrauen sind fertig, schauen auch ziemlich krass aus. Irgendwie schauen sie jetzt in der Kamera fast ein bisschen rötlich aus, aber macht nichts. Okay, dann geht's weiter mit einem mit einer Eyeshadow Base. Okay, ich habe jetzt das zweite Auge auch einigermaßen so hinbekommen. Ja, als nächstes nehme ich die gleiche Farbe und auch mit dem gleichen Pinsel und trage das eben unter die unter den unteren Wimpernkranz auf. Okay, ich bin halt ein bisschen verwirrt. War jetzt echt ein Desaster, diese Wimpern nicht zu machen. Ich kenne das so gar nicht. Aber es hat ja nicht so gut geklappt. Aber ja, sieht ganz okay aus. Die Haare aufmache, ist mein Drag Queen Look dann auch schon fertig. Ja, also begeistert bin ich jetzt nicht unbedingt, aber oder sagen wir mal so, ich würde jetzt nicht unbedingt so auf die Straße gehen, aber ja, so, ja, schaut schon ein bisschen katastrophal aus. Aber okay, ich denke, ich weiß nicht, habe ich die Challenge bestanden?
Lola, was sagst du, was sagt ihr? Ich hoffe, dass ich sie bestanden habe und ich werde jetzt noch ein paar Fotos davon machen von dem Look und hier noch mit einfügen. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt noch essen gehen, aber ich glaube, ich sollte mich dazu abschminken, oder? Was meint ihr? Mal sehen. Okay, dann sag ich erstmal vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Lady Gaga is ready. Und ja, ich werde demnächst auf jeden Fall wieder mehr Videos drehen, versprochen. Ja, war echt ein bisschen langer Abstand, aber jetzt gibt es dann bald wieder neuen Stoff. Ihr könnt mir ja reinschreiben, was euch so für Videos noch interessieren. Ich habe mal gelesen, vielleicht eine Schmuckaufbewahrung oder vielleicht eine Schminkaufbewahrung. Sagt mir einfach Bescheid oder wollt ihr wirklich ein schönes Make-up-Tutorial von mir haben? Einfach unten in die Kommentare mit reinschreiben und dann schauen wir, was es als nächstes gibt. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Abonnieren und ich freue mich über jeden Daumen nach oben und bis bald. Ciao.